die Covid-19-Pandemie in den USA ist völlig aus dem Ruder gelaufen und doch der Kongress, also das Parlament, stapft eher durch die Krise, als dass es Lösungen vorschlägt. Das letzte große Hilfspaket wurde im April verabschiedet. Die Demokraten wundern sich, was passiert eigentlich. Ihre Führung hat im Abgeordnetenhaus schon im September einen Gesetzentwurf eingebracht für ein 3 Billionen Dollar Hilfsprogramm, Konjunkturprogramm. Und dieses ist wieder vom Senat nicht bestätigt worden. Das heißt, nach wie vor kein Hilfspaket für die vielen Millionen, die dringend darauf angewiesen sind. Kleine Unternehmen, aber eben auch die über 10 Millionen Arbeitslosen. Es ist gleichzeitig der Höchststand an Toten. 2249 Tote gibt es im Durchschnitt täglich diese Woche. Ein Lichtblick. Kamala Harris und Joe Biden wurden People of the Year des Time Magazines. Ein ungewöhnliches Paar, eine ungewöhnliche Partnerschaft. Beide Seiten Amerikas, unterschiedliche Herkunft, unterschiedliches Alter, unterschiedliches Geschlecht. Und doch vereint sie vieles, nämlich der Fokus auf ihre Herkunft aus der Arbeiterschaft, der Fokus auf gemeinsame Werte, der Fokus auf Kompetenz. Joe Biden hat etwas flapsig gesagt, sie könnten von derselben Mutter geboren sein. Also die Hoffnungsträger 2021. Und zu guter Letzt, am Montag, am 14. Dezember, wird Joe Biden endlich gewählt von den Wahlmännern und Wahlfrauen. In jedem Bundesstaat, in der Hauptstadt, treffen die Wahlmänner und Wahlfrauen ein und werden in einer Zeremonie ihre Stimme abgeben. 306 wird Joe Biden dann auf sich vereinen können und damit die Mehrheit haben können. Die Demokraten werden darauf achten, dass diese Abstimmung, diese Zeremonien so stattfinden, dass Social Distancing gewahrt wird. Bei den Republikanern wird auf Presseanfragen nicht darauf geantwortet, wie es sein wird. Wir freuen uns auf Montag. Das bedeutet, dass Joe Biden tatsächlich der Präsident der USA wird.